Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Ich freue mich sehr, 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 dass du heute wieder eingeschaltet hast bei einem neuen Video, wo es wieder rund um die toxischen, narzisstischen Beziehungen geht, vor allem um Lösungen. Ja, hier auf meinem Kanal bist du angekommen, wo du wirklich Lösungen findest, wo ich natürlich auf der einen Seite die Zusammenhänge erkläre, diese ganzen Dynamiken, die Mechanismen, die da wirken, aber vor allem, es ist mir ein Anliegen, da Wege rauszuzeigen, und die gibt es. Das ist ja das, was ich täglich in meiner Praxis mache mit den Klienten, ne? Die Traumatisierungen auflösen, die Abhängigkeiten lösen und all diese Muster und Zusammenhänge, die eben dazu geführt haben, dass du jetzt in einer toxisch-narzisstischen Beziehung bist oder leidest in oder nach der Beziehung, halt über das normale Maß hinaus. Ja, Liebeskummer hat ja jeder mal in seinem Leben erlebt und man kann es überleben. Aber was da in diesen toxisch-narzisstischen Beziehungen abläuft, hat natürlich mit normalen Liebeskummer nicht viel zu tun. Heute geht es um das Thema, was mir auch immer wieder mal begegnet, wenn ich mit Klienten spreche oder wenn mich Menschen anschreiben, eben dieses Thema, ja, okay, das mag ja alles sein, dass es Lösungen gibt, aber für mich doch nicht, ich doch nicht. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, bei mir ist das ganz schlimm, ich habe schon alles versucht, und dann wird mir wirklich aufgezählt, was alles gemacht wurde, welche Therapien und welche Dinge versucht wurden zu verändern, welche Programme gemacht wurden, welche Seminare besucht wurden, und dass am Ende eben gedacht wird, naja, das ist jetzt wieder so mein Strohhalm, aber ich weiß schon, wie das ausgeht, wie vor, immer Hoffnung, und dann klappt das ja doch nicht. Also bei mir geht es nicht, ich bin ein hoffnungsloser Fall, bei mir ist alles verloren, klappt sowieso nicht. Das ist natürlich als erstes die Frage, ja, interessant, wenn man diese Gedanken hat, warum melden sich dann die Menschen? Na klar, da ist doch ein Teil in diesen Menschen oder vielleicht in dir, wenn du das jetzt von dir auch kennst, der die Hoffnung nicht aufgeben will. Dieser Teil in dir, der die Wahrheit kennt, der weiß und spürt, Moment mal. Eigentlich bin ich ja hier, um glücklich zu sein. Eigentlich bin ich ja hier, um Freude zu haben. Ich sehe doch in anderen Beispielen, dass andere glücklich sein können. Also muss es doch irgendwie gehen. Und das ist aber nur ein kleiner Teil, der diesen Wunsch hat, der diese Wahrheit kennt. Wir wissen eigentlich alle tief in uns, dass wir wertvoll sind. Aber das ist bei manchen so ein kleines Tröpfchen, so ein kleines Pünktchen, dass diese anderen Muster, Gedankenmuster, Glaubenssätze, Programme viel stärker sind und das übertönen und überschreiben und das nur in ganz kurzen Momenten mal so aufflackert, diese innere Wahrheit. Ja, natürlich treibt es uns immer wieder hin zu Lösungen. Dein Unterbewusstsein und deine ganze Seele strebt nach Heilung, nach Einssein, nach Harmonie und Liebe. Wir streben alle danach. Und wenn was im Ungleichgewicht ist, gibt es immer Teile in dir, die danach streben, dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Dann sind es toxische Menschen, die ins Leben kommen, um nochmal dieses alte Drama zu produzieren, mit dem Versuch, dass du es diesmal lösen kannst. Dass ähnliche Dinge im Leben geschehen, die einen diese alten Wunden, alte Verletzungen wieder zeigen, mit dem Versuch, dass es heute zu regulieren und zu lösen ist. Also es sind immer wieder Versuche von deinem Inneren, durch die äußeren Umstände, dieses Ungleichgewicht im Inneren zu finden und zu lösen. Leider haben wir alle in der Schule nicht gelernt, wie es geht. Finde ich, ist an der Zeit, dass das echt mal gelehrt wird, denn dann hätten wir alle hier diese Probleme nicht und würden die Zusammenhänge wissen, und jeder würde wissen, wenn es bei mir weh tut, Moment, ich muss mich mal zurückziehen, ich muss mal meine innere Arbeit machen und gucken, was da noch für ein Schmerz in mir ist. Dann würde es keine Kriege mehr geben. Dann würde jeder, wenn irgendwelche Unstimmigkeiten sind, ich sage es jetzt mal übertrieben, sich zurückziehen und an sich selber arbeiten. Das ist einfach so. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir ja da irgendwann mal hin, und ich versuche mit meiner Arbeit und mit diesem Kanal wirklich aufzuwecken und damit anzustecken. Um mal beim Thema zu bleiben, ja, ich bin ein hoffnungsloser Fall, bei mir funktioniert das sowieso nicht.
Und das sind natürlich genauso Glaubenssätze. Das sind natürlich genauso Überzeugungen, Lügen, die man über sich glaubt, die aber nicht der Wahrheit entsprechen. Und dann wird natürlich auch zu Recht protestiert, dann sagen auch diese Menschen, vielleicht geht es dir ja genauso, ja Moment mal, aber das war doch immer so, egal was ich gemacht habe, das war immer falsch, egal was ich gemacht habe, ich habe immer eins drauf gekriegt, immer wieder zurückgeworfen, immer wieder abgelehnt, verlassen worden, ich habe das doch erlebt, ich habe das doch immer wieder erlebt, wie soll ich denn da was anderes denken, wenn das die Wahrheit ist, ich habe ja alles probiert, hat ja wieder nicht funktioniert, kann ich ja nicht sagen, dass das nicht stimmt. Natürlich ist das richtig, weil all diese Erlebnisse eine Wirkung sind von diesem Glaubenssatz, ich kann nichts, ich bin ein Versager, ich schaffe das sowieso nicht, ich darf nicht glücklich sein, ich darf gar nicht hier sein, ich habe keine Daseinsberechtigung. Diese grundlegenden Sätze, die du über dich denkst, die sind dir nicht bewusst. Es ist ja nicht so, dass du morgens aufstehst und denkst, aha, ich darf ja nicht glücklich sein, sondern das sind die Ereignisse, die sich dir im Außen widerspiegeln, innen wie außen, wieder nicht geschafft, wieder versagt. Ha, für dich gibt es hier kein Glück. Und da ist immer wieder das Gleiche, zu schauen, wo kommt denn das her? Wo ist die Geburtsstunde von diesen Glaubenssätzen? Ich darf nicht glücklich sein, bei mir funktioniert das wieder nicht, ich kann nicht, ich bin falsch, mit mir stimmt etwas nicht. Das ist dieses grundlegende Ding. Mensch, wo kommt denn das her? Das ist nicht die Wahrheit. Du bist kein Versager und mit dir stimmt alles und du bist wundervoll und wertvoll. Das ist dein Kern, das ist dein Wesen, das ist die Wahrheit. Und dieser Teil in dir, der das jetzt weiß, der sagt, ja, 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 genau so. Und jetzt kommt wieder der andere Teil, du kannst nichts, du bist nichts. Und sagt, so ein Schwachsinn, lass dir nicht sowas einreden, du bist wertlos. Und dieser Teil ist noch viel größer. Und dieser Teil, der immer wieder da dazwischen quatscht, den gilt es zu finden und diesen Irrtum zu lösen. Es ist eine Lüge. Du glaubst Lügen über dich. Das ist nicht die Wahrheit. Und da kannst du, ich sage es gerne nochmal dazu, ich sage es ja in fast jedem Video selber beginnen, mit der Selbsthypnose Ursachen finden und auflösen. Diese falschen Glaubenssätze, diese Lügen über dich finden und lösen. Und dann musst du eben nicht mehr denken, ich bin unfähig oder ich kann das nicht oder für mich gibt es keine Hoffnung. Wenn das gelöst ist, wenn das aufgelöst ist, abgeschält ist, bleibt die Wahrheit übrig. Diese Lügen und negativen Glaubenssätze sind wie ein Mantel, der deinen Diamant umschließen. Und dann, ich sag mal, schälst du oder legst du diesen Mantel ab und die Wahrheit bleibt übrig. Und wenn ich dann meine Klienten in den Sitzungen frage, während der Behandlung frage, wenn das gelöst ist, sag mal, das kannst du ja gar nicht schaffen. Du bist doch wertlos, das hat doch nie geklappt. Dann sagen diese Klienten meist aus einem Mund in diesen Behandlungen, nee, aber diesmal nicht. Nee, ich kann das doch. Das ist dann wie selbstverständlich. Das Gefühl ist einfach da, dieses Wissen, dass du wertvoll bist, das ist dann gar keine Frage mehr. Und natürlich am Anfang nicht vorstellbar für dich, weil das klingt jetzt wieder wie Märchenstunde hier. Wir machen mal Hokuspokus hier und Hokuspokus da und dann ist schick. Es ist kein Hokuspokus, es ist wirklich auch anstrengende innere Arbeit. Es ist wirklich anstrengend, hier auch das zu machen. Aber es macht Spaß. Ey, es ist so toll zu sehen, wie sich was verändert, was sich da verändert. Klar, und das bedarf Mitarbeit. Ja, also ich bin nicht die große Zauberin, die Magierin, die jemanden Hokuspokus mit einem Zauberstab wertvoll zaubert, sondern das ist eine Teamarbeit. Ich brauche dich, deine Bereitschaft zu fühlen, dein Vertrauen, sich von mir führen zu lassen. Ich brauche deine Bereitschaft, diese Gefühle und Gedanken anzuschauen, zu fühlen. Und du brauchst mich, weil du weißt nicht, wo der Weg lang geht und wie das zu lösen ist. Wir sind ein Team. Wir machen das zusammen. Ich schaff's nicht alleine und du schaffst es auch nicht alleine. Und deswegen ist die erste Frage, wenn mich Menschen kontaktieren, oh, das wäre so toll, aber bei mir klappt es ja eh nicht. Ich bin ja eh
unfähig, ich habe ja alles probiert, wieso soll es denn jetzt gehen? Ist so diese erste Frage von mir, okay, weil ich weiß ja, dieses ich kann nicht, das wird nichts und diese Resignation, das sind ja auch nur Gedanken, Glaubens- und Gefühlsmuster, die zu lösen gehen, das weiß ich, das erkenne ich, aber trotzdem wichtig, die Frage, willst du es wirklich? Wollen sie es wirklich? Frage ich dann. Dann ist immer erstmal Verwirrung. Ja, wieso? Natürlich will ich das. Sonst hätte ich mich ja nicht gemeldet. Sonst hätte ich ja jetzt hier nicht angerufen. Sonst hätte ich ja keine E-Mail geschickt. Was ist denn das für eine Frage, ob ich das will? Das ist aber eine ganz, ganz wichtige Frage. Denn viele, klar, suchen sich Hilfe und wollen das gerne verändern. Aber es fehlt noch wirklich diese Bereitschaft, diese innere Bereitschaft zu sagen, und ich will damit jetzt Schluss machen mit dem Alten. Ich will was Neues beginnen. Und deswegen sagte ich ja, das ist Teamarbeit, das ist innere Arbeit, das ist keine Wellnessveranstaltung. Das ist wichtig zu wissen, dass man da hinschauen darf. Und dass man sagt, okay, ich will jetzt die Ärmel hochkrempeln und da hinschauen. Ich will es wirklich. Ja, also vor einigen Jahren habe ich mehr, mache ich jetzt immer noch, aber habe ich viel, viel mehr noch Raucherentwöhnung mit Hypnose gemacht. Ja, das ist jetzt ein bisschen im Hintergrund, ist immer noch, aber da ist es am entscheidendsten, dass die Menschen aufhören wollen zu rauchen. Und natürlich, wenn die einen Termin ausmachen, weiß ich, die wollen. Wenn die dafür Geld ausgeben, na klar, weiß ich, die wollen. Aber es ist immer noch die ganz von Herzen bewusste Entscheidung notwendig, weil sonst kann es passieren, dass diese Menschen die Verantwortung an mich abgeben, so die Frau Amberg, die wird mich jetzt schon rauchfrei zaubern. Und das ist keine Zauberei. Es geht mit Hypnose perfekt. Aber ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche die bewusste Entscheidung. Das wäre ja verrückt, wenn ich jemanden Entscheidungen abnehme und wenn ich gegen den Willen von jemandem was verändern können würde. Kann ich aber nicht. Aber wenn jemand sagt, okay, ich kann mir zwar im Moment nicht vorstellen, dass es bei mir klappt, weil es hat ja nie geklappt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für mich Hoffnung gibt. Aber ich höre mir das an und es klingt für mich logisch. Und ich entscheide mich heute vom ganzen Herzen, mit ganzen großen festen Willen dafür, dass ich frei werden möchte. Und ich bin bereit hinzuschauen, hinzufühlen, mitzumachen. Dann gehen die Türen so auf. Ja, das ist einfach so. Dein Wunsch und Wille, deine Entscheidung ist so ausschlaggebend. Und natürlich ist es schon eine Riesenüberwindung anzurufen, einen Termin zu machen, sich zu informieren. Aber du gibst dem Ganzen noch einen Riesenturbo, wenn du sagst, nee, ich will es von ganzem Herzen, ich entscheide mich, ja, ich will. Kannst du mir zwar noch nicht vorstellen, aber ich will, egal, ich gucke mir das jetzt an, von ganzem Herzen. Und dann ist der Weg frei. Und dann kann man diese Glaubenssätze lösen. Und dann wirst du die Erfahrung machen, und das wünsche ich dir und jedem, der dieses Thema hat, dass es auch für dich Lösungen gibt, dass es auch für dich einen Weg daraus gibt, dass du das auch kannst. Das stimmt nicht. Irgendwo hast du die Erfahrung gemacht, dass du was falsch gemacht hast, bist viel kritisiert worden, bist abgelehnt worden, musstest dann denken, ich mache alles falsch, ich kann nichts. Stimmt aber nicht. Und ich helfe sehr gerne dabei, das zu lösen. Am schnellsten helfen natürlich erstmal diese Selbsthypnosen, weil du sofort jetzt anfangen kannst, das kannst du runterladen. Einfach mal schauen und beginnen heute noch. Gut, das soll es für heute einfach mal gewesen sein. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Mach das Beste draus, fang am besten heute gleich an und entdecke, wer du wirklich bist. Wer du wirklich bist. Und du bist nicht wertlos und unwichtig und nur so 0815. Du bist nämlich mega wertvoll und wichtig. Und du hast es auch verdient, glücklich zu sein und zu lachen, wie jeder hier von uns. Dazu lade ich ganz herzlich ein. Schau mal auf die Website liebenohneleiden.de. Da findest du zum Beispiel im Shop viele Möglichkeiten, wo du jetzt schon beginnen kannst. Guck die Videos an, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis dann, alles Liebe und Gute, genieße die Sonne und jeder Tag ist ein Geschenk. Bis bald. Tschüss.